So Leute, ich grüße euch. Mein Plan war eigentlich, den Vlog so zu starten oder die Vlogreihe so zu starten, dass ich als Einleitung schön Fahrt nach Frankfurt, kurz am Flughafen ein paar Mitschnitte, dann wie der Flieger startet und dann wirklich euch erst aus New York begrüße. Der Plan wurde gecrashed leider und zwar kam heute Mittag, nachdem ich mich getestet hatte und den negativen Test hatte und schon in Hochstimmung war, kam die Nachricht, dass am Frankfurter Flughafen gestreikt wird, und zwar morgen. Also ich fliege zweimal im Jahr von Frankfurt aus nach Amerika und an einem dieser Tage wird gestreikt, komplett. Der Witz ist, dass die Flüge morgen gehen, aber das Sicherheitspersonal streikt. Das heißt, man kommt nicht durch die Sicherheitskontrollen und kommt dann dementsprechend nicht zu seinen Flügen. Das Einzige, was halt gemacht wird, ist, dass die Transit, quasi, dass die Leute, die schon quasi umsteigen in Frankfurt und schon in diesem Sicherheitsbereich drin sind, dass die fliegen mit der Maschine, mit den ganzen Maschinen, das heißt, dass die Flüge schon gehen. Aber halt, wenn du von draußen kommst, hast du keine Chance, durch die Kontrollen zu kommen. Und das war natürlich dann ein ziemlicher Schock. Genau, und dann hat sich das Reiseunternehmen, wo ich gebucht habe, dann auch direkt gekümmert, dass wir alle umgebucht werden und quasi jetzt einen Tag später fliegen. Also dann quasi Mittwoch fliegen wir. Morgen Dienstag sollte der Flug sein. Und wir fliegen dann alle übermorgen mit der gleichen Maschine. Oder nicht mit der gleichen Maschine, aber auch quasi zur gleichen Uhrzeit, die gleiche Linie, die gleiche Strecke und sind dann Mittwoch in New York. Das Gute ist, wir verpassen kein Spiel. Der erste Abend wäre so oder so frei gewesen und das erste Spiel ist dann Nets gegen die Mavs und das sollten wir dann hinkriegen. Das wird dann zwar zeitlich alles ziemlich eng. Ich hoffe, dass es alles klappt. Aber so viel zumindest nur mal dazu als Update. Ist natürlich jetzt absolut nicht schön. Ich musste mir jetzt hier im Hotel noch eine Nacht extra buchen. Und dann den morgigen Tag irgendwie in Frankfurt rumkriegen. Ich habe mir Arbeit mitgebracht. Es sind ja auch schon ein paar Leute hier in Frankfurt. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen. Und da muss ich natürlich morgen auch noch einen Test machen. Der Antigen-Schnelltest, der darf ja nicht älter als einen Tag sein. Das heißt, du musst einen neuen Termin machen, musst mir das Ding dann doch mal durch die Nase rammen lassen, so wie heute. Und hoffe, dass ich dann morgen auch noch negativ bin. Und ja, genau. Mal gucken, mal gucken. Ist natürlich jetzt ein bisschen Pech, aber ist kein Weltuntergang. Ich freue mich trotzdem auf die Reise. Und ja, mal schauen, wie es kommt. So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Hotel. Ich gehe jetzt runter, um auszuchecken und mache mich dann auf den Weg zum Flughafen. Und bin relativ früh dran. Und dann schauen wir mal, ob das heute alles funktioniert. Wir landen nämlich kurz vor 15 Uhr Ortszeit in New York. Und 19:30 Uhr ist nämlich schon das allererste Spiel. Und es ist möglich oder gut machbar, dass wir das erreichen. Aber da darf halt dann auch nichts dazwischen kommen. Also da muss der Flug pünktlich sein, da dürfen wir an den Kontrollen im Flughafen in New York nicht viel verpassen. Da muss der Bus pünktlich sein. Dann müssen wir im Hotel einchecken, das darf auch nicht ewig dauern. Und dann müssen wir noch mit der U-Bahn, mit der Bahn nach Brooklyn raus. Schauen wir mal. Ich bin grundlegend optimistisch. Check-in am Flughafen hat alles wunderbar funktioniert. Kontrollen ohne Probleme. Ich bin viel zu pünktlich da, viel zu früh da. Es ist 8:30 Uhr gerade mal und der Flug geht in 2,5 Stunden. Aber dann werde ich jetzt noch ein bisschen Zeit am Gate verbringen, vielleicht schon mal die ersten Mitreisenden treffen und dann geht's los. Yo, die gute Nachricht ist, wir sind
gut und sicher gelandet. Die schlechte Nachricht ist, wir standen jetzt hier über eine Stunde an. Die machen die Kontrollen hier richtig ausführlich. Fingerabdrücke von jedem nehmen. Die wollen von jedem wissen, was er hier macht. Das ist alles super, super aufwendig. Aber es ist jetzt um 4 Ortszeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hauptsache, die Koffer sind jetzt rechtzeitig dann da. Und der Bus ist da. Und dann fahren wir auch noch eine Stunde rein in die Stadt. Also mal schauen. Könnte klappen, aber die Zeit rennt. So, das ging jetzt glücklicherweise echt schnell. Koffer ist da. Jetzt müssen wir den Rest der Gruppe finden. Und dann geht's los. The island of Manhattan is 14 miles long. You can pretty much walk it if you're really in good shape. I've never tried. But I've actually done a New York City marathon many years ago. I represented the military. So I've ran to Manhattan. So, Freunde, wir sind jetzt eingecheckt. Es ist 17.45 Uhr, also haben wir easy geschafft. Man fährt vielleicht ungefähr eine halbe Stunde mit der Bahn dann raus nach Brooklyn. Da treffen wir uns dann hier gleich. Check-in ging super easy. Und genau, sieht gut aus. Ich schaffe noch zum ersten Spiel. Ich bin relativ müde. Ist jetzt deutscher Zeit dann auch schon Mitternacht fast. Aber das ist es wert. Luca gegen Kevin Durant. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit. So, ich weiß nicht, ob man mich einigermaßen verstehen kann. Aber wir sind jetzt da. Wir haben richtig, richtig gute Plätze. Und ich habe mich erst richtig geärgert, dass ich keine Akkreditierung für das Spiel heute bekommen habe. Aber hier wärmt hier keiner mehr auf. Also hätte ich mich jetzt mehr geärgert, wenn ich eine bekommen hätte und Luca dann doch nicht beim Warm-Up hätte sehen können. Von daher, alles gut geworden und für die nächsten beiden Netzspiele habe ich dann auch eine Akkreditierung. Zum Glück. Aber die Plätze sind richtig, richtig, richtig gut. Wir sind viel näher dran als in L.A., wo wir ja direkt unter dem Hallendach saßen. Also ich bin echt mal gespannt, das Duell Luca gegen KD heute aus nächster Nähe zu beobachten. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin müde, aber ich bin mega, mega hyped. So, wir sind jetzt mit der U-Bahn ganz unkompliziert wieder nach Manhattan zurück. Wir waren jetzt noch schnell Burger essen und haben jetzt kurz die Gelegenheit genutzt, weil wir direkt am Times Square ausgestiegen sind und haben uns jetzt noch den Times Square bei Nacht angeguckt. Und alleine hier durch New York zu laufen, mitten in der Nacht, ist einfach ein krankes Gefühl. Jo Leute, es ist jetzt 0 Uhr Ortszeit. 6 Uhr deutscher Zeit. Ich bin ziemlich fertig, ziemlich müde, aber es war ein mega, mega, mega krankes Spiel.
Schon alleine für dieses Game hat sich's einfach komplett gelohnt, dieser Trip schon. Einfach, ihr müsst euch überlegen, erstes Spiel hier und direkt ein Buzzer-Beater gesehen. Buzzer-Beater Game Winner, also es ist schon ziemlich krank. Genau, also ziemlich fertig, jetzt zurück im Hotel. Ja, mal gucken, wie lange ich heute Nacht schlafen kann. In LA war ja dann immer schon um 4, um 5 finito und ich war hellwach. Mal gucken. Und dann schauen wir mal, was morgen abgeht. Das war mein allererster New York Vlog. Feedback gerne dalassen, wie immer gerne Abo dalassen. Road to 30k läuft ja auch noch. Von daher, gute Nacht.